MCMZ Schopau, die Startnummer 9 von Mike Voss, ebenfalls von MCMZ Schopau, und die Startnummer 10, Kai Ritzau vom Mutterclub Hochharz Hasselfelde. Der vierte in der DDR-Juniorenmeisterschaft ist ein Motocross-Fahrer und der Sohn von berühmten Gernot Weser. Er tritt auch heute mit einer Motocross-Maschine an, hier heute. Mit der Startnummer 23, also Ronald Weser, mit der Startnummer 24 Andreas Krebs vom MC Carl Zeiss Jena und mit der Startnummer 25 Michael Schröder vom MC Lok Halle. Vom MC Simson Suhl. Dieser Fahrer wurde 1988 hier in Zwillitz in der Klasse Ausweis bis 500 Kubikzentimeter Sieger, ist also auch in die Lizenzklasse aufgestiegen. Und die Startnummer 44, Steffen Jagilske vom MC BKK Senftenberg. Dieser Fahrer wurde in Dahlem Dritter in dieser Klasse. Und die Startnummer 46, Frank Drummer vom MC Zwillitz. Liebe Sportfreunde, Frank Drummer hat ebenfalls in Dahlem mitgefahren, ist aber leider durch Getriebeschaden ausgefallen. Wir wollen hoffen, dass er heute mehr Glück hat. Hals- und Beinbruch auf der Strecke. Und wir wollen hoffen, dass er mit weit vorne ankommt. Oh,
Das von der Botsch, da kann ja auch nichts ärmern. Thank you.
stimmt. Dort in der Klasse 150 Kubik. Diese tollkühnen und vor nichts zurückschreckenden Fahrer kämpfen um einen ersten Platz in ihrer Wertung. Bei diesem Sprunghügel ist die Geschicklichkeit bei den Fahrern sehr gefragt. Hier können die Fahrer die Zeit, die sie bei den komplizierten Streckenabschnitten verloren haben, wieder aufholen. Natürlich passiert hin und wieder ein kleiner Zwischenfall. Wie zum Beispiel diese Fahrer. Er hatte sich verschalten, also einmal nicht aufgepasst und schon ist es passiert. Diese waren es besonders eilig, denn sie waren an der Spitze, nun nicht mehr.
Hier kehren die Fahrer zurück ins Ziel.